Dann habe ich mir ein Backup geholt von meinem Manhattan 2-in-1 Perfector, ja, in Peach. das ist mein Winter, mein Winter. Das ist mein Sommer, ja, Puder, weil das im Winter mir doch ein bisschen zu dunkel ist, aber es geht gerade. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Es deckt super und mag ich richtig gerne und hat da unten eine Quaste drin. Das ist aufgeregt. So, da hat also eine Quaste drin, finde ich ganz toll. Und ich habe ihn eben bei Rossmann bekommen, weil die haben aktuell 20% auf alles. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist. Guck mal hin zu Rossmann, da gibt es 20% und da habe ich mir den gleich mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, für 20% günstiger, ich brauche ihn eh wieder. Von daher, ganz toll, also mag ich richtig gerne, das ist eine ganz tolle Farbe. So, dann habe ich mir auch bei Rossmann gekauft, eben auch mit den 20% noch zwei Sachen von Manhattan. Und zwar einmal diesen Lidschatten, und zwar den hier, in der Farbe Dim Brown. Und der ist ganz schön. Mag ich ganz gern, aber es ist nicht Oberwahnsinn. Also ich würde jetzt da keine große Kaufempfehlung aussprechen. Er ist ganz nett und sieht so aus. Es ist eben so ein Silber-Taubton, aber es ist gerade nicht mein absoluter Liebling, muss ich sagen. Der hat eine wahnsinnig gute Farbgabe, wie ihr hier sehen könnt. Also er ist schon echt ganz toll. Aber die Farbe steht mir nicht so ausgezeichnet, wie ich es mir erhofft habe. Und deswegen, es ist halt so ein Grauton und irgendwie steht es mir momentan nicht. Da bin ich ja irgendwie nicht zu kalt genug vom Hautton her. Ich glaube, ich bin doch ein warmer Hautton. Langsam glaube ich es wirklich, weil das, ja. Aber trotzdem, also von der Qualität her wirklich richtig gut und ich hätte ganz gern mehr Manhattan-Sachen in dieser Qualität, weil die echt toll sind. Also gefällt mir gut. Also wenn die Farbe noch ein bisschen schöner wäre, dann wäre es perfekt. So, dann habe ich mir gekauft, das war auch eine Empfehlung von der Alicia und zwar auch eben wieder für die 20% günstiger, auch bei Rossmann. Den Gel-Aligner aus dieser LE, die, nicht die Oktoberfest-LE, sondern die andere. Und den finde ich auch richtig klasse. Also so sieht er aus. Ist eben der schwarze. Es gibt ja nur einen, jetzt könnt ihr es hier erkennen, der ist eben relativ dickflüssig, also sehr zäh. Und ich mag ja Schuhcreme. Und er ist zwar keine Schuhcreme, aber er ist schon sehr gut. Also er ist völlig okay. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne, weil er total gut deckt, aufs erste Mal sofort einen deckenden Strich erzeugt und auch super hält. Also mag ich total gerne. Also wenn ihr den noch irgendwo auftreiben könnt, kann ich euch den wirklich ans Herz legen, weil der echt gut ist. Und ich glaube für 4 Euro um den Dreh und mit den 20%, also ist echt völlig okay vom Preis. Kann man echt nicht meckern. So, dann habe ich noch ein Überbleibsel von Kiko und so habe ich mir einen Kiko Gel, manchmal nix Gel, einen Kiko Pencil gekauft. Und zwar sieht er so aus und ist grün, wie ihr hinten sehen könnt. 413 ist die Farbe. Und ich swatche ihn euch mal. Bisschen dicker geswatcht, dass ihr es auch erkennen könnt. Und da oben seht ihr ihn. Das ist so ein richtiges, waldiges, dunkles Grün. Einziges Manko, was ich leider schon bemängeln muss, er ist echt wischbar. Also man verwischt ihn ziemlich schnell. Er ist wasserfest, aber eben ziemlich, man verwischt ihn ganz schnell. Also ich muss ihn nochmal austesten. Ich kann noch nicht so ganz viel drüber sagen, aber naja, mal gucken. Also aber auf alle Fälle eine ganz tolle Farbe, weil ich suche schon langsam den dunkelgrünen ja, Eyeliner, weil ich eigentlich sehr gerne dunkelgrün trage und ich habe einen für oben gesucht. Also für die, für das hier oben. Habe ich heute einen Text oder Worthänger? Also irgendwie, ja, ein Lidstrich. Oh Mann, hey, was ist denn heute los? Ach Leute, wenn ich schon bei grün bin, mache ich doch gleich bei grün weiter. Und zwar habe ich mir nämlich von P2 Desk gekauft. Dieser Metallic Eye Pencil. Das ist die Farbe 40 irgendwas. Ich habe es noch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Standing Ovation? Standing Ovation. Ah, wenn man lesen kann, ist nur ein kleiner Vorteil. Ja, Standing Ovation. Und der ist auch grün. Ich zeige ihn euch gleich. Jetzt habe ich gerade auch einen sehr dicken Swatch gemacht. Und ihr seht, der innen hat auch eine ganz tolle Farbe. Ist ein bisschen grüner, ein bisschen moosiger, der andere ist ein bisschen dunkelgrüner. Und gefällt mir wahnsinnig gut. Und das ist eben ein Eye Pencil. Und da steht drauf. Ach, keine Ahnung. Ich habe es irgendwo gelesen. Jedenfalls nicht hier. Das stand, glaube ich, irgendwo als Lidschatten oder eben als Lidliner oder so zu verwenden. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Auf alle Fälle dachte ich mir, für hier unten, weil ich hier unten total gern Farbe auch hinmache. Und da kam mir der gerade gut entgegen. Und ich zeige es euch mal ganz kurz von nahem. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich hoffe, ich habe die Kamera ein bisschen schief. Also da glaube ich, könnt ihr es jetzt ganz schön sehen. Dass ich unten diesen Lidstrich trage und ich finde das echt ganz schön.
Gefällt mir richtig gut. Und oben übrigens trage ich von der Soeva-Palette einen Lidschatten aus der Metallic Stones und von Alvere einen Ich Lidfalter. hoffe, ihr habt das irgendwie erkennen können. Auf alle Fälle gefällt mir es richtig, richtig gut und er hält auch sehr gut und hat eine ganz tolle Farbe. Also gefällt mir ganz gut. Hinten drin hat er noch so ein komisches Schwämmchen, was ich jetzt nicht so total interessant finde. Und ist eben so ein dicker Stift. Und nicht zum Drehen, sondern muss man spitzen. Aber wie gesagt, ich finde ihn ganz toll und gefällt mir. Dann habe ich noch was von P2 mitgenommen. Oh mein Gott, das Video wird richtig lang. Es tut mir echt leid. Jetzt schneide ich es nochmal. Also wenn, dann habe ich es jetzt schon vorher zerschnitten. Wahrscheinlich ist das dann schon der dritte Teil. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich eine Eye Cream gekauft von P2. Und zwar diesen hier. In Pure Earth und die 020. Das ist so ein Braunton und ich fand ihn so schön. Moment. Also so sieht er aus und es ist eine ganz schöne Farbe. Und ich habe ihn auch schon getragen. Ich mag ihn richtig gerne. Und auch eben als Base oder als Untergrund total schön zu verwenden. Also gefällt mir wahnsinnig gut und hat einen Hals, dass es einem echt die Schuhe auszieht. Das ist echt irre. Wenn der einmal angetrocknet ist, ich weiß jetzt schon, dass ich den Swatch wieder 3 Tage in der Hand habe. Also mit wasserfestem Make-up-Entferner kein Thema, aber mit Wasser könnt ihr das vergessen. Also so sieht die Farbe aus und es ist eben so ein ganz toller Taubton. So bräunlich, lila, ja, irgend so ein ganz toller Farbton mit Schimmer eben drin, aber so relativ dezent. Also ich finde den wahnsinnig schön. Und ja. Gefällt mir total gut. Also kann ich echt empfehlen, gefällt mir richtig gut. Und sind auch nicht arg teuer. Also ich finde die echt, ich glaube, dass die irgendwie 2, 3 € kosten. Also echt okay. So, dann habe ich noch von P2 aus dieser LE dieses Dingchen mitgenommen. So ein, ja, Kosmetiksteil. Wahnsinniger Name, ein Kosmetiks. Ich habe ihn zweimal hergenommen, dreimal hergenommen. Man hält ihn so ans Auge, also so. Dann tuscht man sich die Wimpern und malt sich dabei nicht an das Augenlid. Und dann kämmt man mit diesen komischen Bürstchen die Wimpern durch. Hat sich bei mir nicht bewährt, muss ich sagen. Also, ich finde es eine schöne Idee, aber bei mir, glaube ich, wird es nicht durchkommen, weil ich zu faul bin, das Ding herzunehmen. Es ist eine schöne Idee, es wird bestimmt auch funktionieren, aber ich bin einfach zu faul, ich vergesse ständig. Es liegt bei mir. Warum? Ich vergesse das, also ich finde die Idee nicht schlecht, aber man könnte sich wie die, ich glaube von B-Minery, die Eva, ich glaube die Eva war es, die meinte irgendwie, sie macht das aus Pappe, sie schneidet sich aus Pappe sowas zu, so halb ausgeschnitten und hält sich das Pappestückchen dann dahin. Also würde ich definitiv auch empfehlen, also das müsst ihr nicht kaufen. Ich habe das getestet, ich weiß, das ist jetzt nicht so der Oberwahnsinn, es gibt bestimmt welche, die finden es toll, ich nicht. Also ist ganz okay, aber man muss es nicht haben. So. Dann habe ich, jetzt geht's dann langsam dem Ende zu. Wahnsinn! Ich habe gekauft diesen Isle of Glam Powder Eyeliner and Eyeshadow. Der sieht so aus, es ist so wie ein Gel, also wie so ein ja, Gel-Eyeliner, so ein Eyeliner-Teilchen halt. Schraubt man auf und hat dann so eine Spitze drin. Und ich swatch ihn euch auch gleich mal irgendwo hin, wo ich noch Platz finde. Ich swatch ihn auch mal ein bisschen weiter. Noch ein bisschen dünner, damit ihr mal so ein bisschen Unterschied erkennen könnt. Ach, das Bürstchen habe ich ganz vergessen, das zeige ich euch noch ganz kurz. Das ist so ein Schwämmchen, das ist so, seht ihr das? Es gibt nach. Finde ich irgendwie lustig, irgendwie seltsam, ich habe keine Ahnung. Alle Fälle, den Swatch zeige ich euch. Könnt ihr vielleicht erkennen, das hier, und der hat so blauen Glitzer drin, seht ihr das? Und ich muss mit Erstaunen sagen, ich habe den blauen Glitzer sogar auf dem Auge bemerkt. Also muss ich echt sagen. Und vor allem, das ist echt ein Puder. Das ist kein Gel oder irgendwas Flüssiges. Das ist reines Puder. Und der hält ziemlich gut für sowas. Also, naja, okay. Und dann habe ich jetzt voll wegwischen können. Das ist der definitive Vorführeffekt. Aber ich finde trotzdem, also man kriegt ihn definitiv nicht ganz runter. Also ihr seht, wenn ich schon richtig gut rumwische, dann ist immer noch was da. Also für so ein Puderzeug finde ich, hält es echt gut. Und finde ich ganz interessant. Man kann so Smoky Eyes hat dann viel schöner versmoken, wenn es Puder ist und nicht so Gel oder sowas, so ein richtiger Strich. Und da hat man dann so eher so eine feine versmokte Linie. Also ich finde das schon ganz cool. Dann habe ich gekauft. Oh, einen Lidschatten. Und zwar von Essence. Das ist die Farbe 52 Olive Garden. Und der hat mir total gut gefallen. Hat die Lisa für mich entdeckt sozusagen. Und zwar sieht das so aus. Und ich glaube, die Farbe kommt sogar ziemlich gut rüber. Das ist eben so ein Oliv-Goldton. Mag ich ganz gerne. Also finde ich echt ganz hübsch. Also sieht so aus. So ein ziemlicher Grün-Gold-Olive-Ton. Ich versuche euch auch noch zu swatchen, aber langsam geben die Handfläche aus. Also da seht ihr den echt, glaube ich, ganz gut. Und der ist echt schön. Also der gefällt mir auch ganz, ganz toll. Der ist echt schön. Doch.
Hat sich gelohnt und ich glaube, dass die eins irgendwas kosten, also unter 2 €. Es ist echt ein schöner Farbton und eine wahnsinnig tollige. Also heute habe ich echt einen totalen Vollschatten. Eine tolle Farbabgabe. Ist echt richtig, richtig klasse. Also die neuen Produkte, muss ich sagen, gefallen mir richtig gut. Also die neuen Sachen. Essens, P2, ihr macht das echt gut. Und das für die Preise, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe mir auch gekauft diese I Love Stay Stage, genau, Eyeshadow Base. Ihr kennt sie schon, das ist dieses Ding, diesen Applikator. Also ich glaube, ich kann sie ja mal swatchen für euch, wobei ich denke, ihr kennt sie schon, ihr habt 1000 Videos schon. Und die Tina hat sie auch schon gereviewt mit einem ganz tollen Review. Ist so eine dicke Creme und verschmiert sich dann sehr schön, muss ich sagen. Die ist so ein bisschen, ich finde, das ist ein bisschen wie Concealer von der Textur her. Mag ich sehr, sehr gerne. Kostet 2,45, ist echt günstig. Aber trotz alledem ist mir die Art Deco immer noch lieber, muss ich leider Gottes nach wie vor behaupten. Die ist echt gut. Also die ist jetzt bis jetzt die beste seit meinem ganzen Geteste. Aber die Art Deco ist noch ein Ticken besser, weil ich habe den Lidschatten ja dann wirklich sehr lang drauf. Ich habe es der Vika gestern schon gesagt, ich trage den dann locker über 12 Stunden. Wenn ich mich um 8 Uhr morgens spätestens schminken muss und dann, was weiß ich, um 9 oder 10 mich abschminke, das ist lang. Und mit dem hält er mir nicht so gut wie mit der Art Deco. Es ist definitiv so der Fall, dass dann die Farbe an Intensität verliert. Sie verkriecht sich ganz leicht in die Lidfalte. Nicht schlimm, aber immer noch trotzdem, es verkriecht sich leicht in die Lidfalte. Und bei der Art Deco muss ich sagen, macht es nicht. Also da macht sich bei mir gar nichts. Da ist einfach alles, wo es hingehört und erst bis um 12 Uhr nachts, wenn es sein muss. Toll für den Preis. Mag ich richtig gern. Mal gucken, ob ich sie nachkaufe. Weiß ich noch nicht. Werde ich auf alle Fälle aufbrauchen. Nehme ich jetzt auch immer wieder her. Ist ein guter Ersatz mal dafür. Aber es ist nicht die Qualität oder die Haltbarkeit wie die Art Deco. Aber das muss ich sagen, fällt mir wahnsinnig gut, dass sie trotzdem die Farben richtig gut aufnimmt. Das ist, die anderen, die habe ich immer bemängelt, weil die Farben nicht so aufgenommen haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe dann eher so eine Puderschicht auf meinem Lid und dann hält die Farbe aber nicht mehr richtig. Dann hat die Farbe irgendwie nur die Hälfte von der Intensität gehabt, weil es einfach nicht richtig gehalten hat. Und die, da hält die Farbe richtig drauf. Das ist wieder so ein bisschen ganz leicht klebrige Schicht und dann hält es besser. Es ist einfach so. Wenn ich ein Puder auf dem Auge habe und dann Puder drüber mache, kein Wunder, dass das andere Puder nicht mehr hält. Und das ist eben dann kein Puder. Und das war ja die andere von Essence, die war mir nicht recht. Also die ist der LE, dieser Rocks LE, die mochte ich leider nicht. Aber die finde ich echt okay. Aber die Artikel ist ein Ticken besser. So ein Ticken. So. Mädels, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Das war jetzt echt wahnsinnig viel. Ich sehe, es sind 3 Teile. Jetzt weiß ich es definitiv, weil ich die Zeit sehe. Sind jetzt 3 Teile geworden. Es tut mir echt leid, dass es so lang war, aber ich wollte es euch nicht in einem Stück zumuten. Ja, aber jetzt ist definitiv gut und ja, dann würde ich sagen, waren es ganz viele Sachen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Mach ich freue mich immer so über Kommentare. Ich will da nicht betteln, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich momentan ein bisschen die Kommentare vermisse. Also ich habe es im letzten Video mal reingeschrieben, weil echt gar nichts kam. Ich glaube, ich hatte dann irgendwie so unter 20 Kommentare, da war ich echt schon leicht so. Schaut jemand mal die Videos an oder klickt ihr die gleich wieder weg? Oder was haltet ihr davon? Das ist einfach so, das ist das Einzige, was ich von euch hier mitbekomme. Es sind die Däumchen, es ist leider so, und die Kommentare. Mehr erfahre ich nicht von euch. Und wenn dann die Kommentare und die Däumchen wegfallen, dann weiß ich gar nicht, was los ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich halt einfach immer total drüber, das zu lesen, was ihr schreibt. Ich lese es auch wirklich gern durch und deswegen, ja, wie, glaube ich, Honig, irgendwas mit Honig. Ich hab dich letztens, ich fand das total süß. Ja, ihr sollt alle euren Senf dazu geben. Ich finde Senf total klasse. Also knallt mir den Senf in die Kommentare, bitte. Aber ganz lieben Senf. Also süßen Senf. Ich habe einen Schatten. Ja. Aber wie gesagt, also nur, ich wollte es nur mal sagen, weil es einfach. Es fehlt mir, wenn da nichts drunter steht. Es fehlt mir, wenn ich nichts von euch höre. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ihr mir einfach dann euer Feedback gebt und was ihr davon haltet und ja, einfach eure Kommentare. Was auch immer ihr schreibt, Hauptsache ihr seid lieb. So. Den habe ich jetzt übrigens vergessen. Fällt mir gerade so ein. Trage ich halt. Finde ich immer noch total klasse. Hält super, hat eine wunderschöne Farbe. Also ich habe, wie ich schon mal erwähnt habe, die 040, wobei der kratzt sich ganz schnell ab, der Farbton. Muss ich jetzt noch ganz kurz machen. Entschuldigung, ich habe es total vergessen. Weiß ich nämlich hier. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das ist abgebrochen. Das ist total blöd. Das Licht ist ganz scheiße, aber ist schön schlecht. Er ist abgebrochen. Also das ist im Endeffekt jetzt nur noch hier drauf gelegt und ich kann es auch richtig verrutschen. Das ist echt ärgerlich.
Ich habe schon überlegt, ob ich ihn zurückgeben soll oder mir einen neuen holen soll, weil ich finde es echt blöd. Und der war nicht mal warm oder irgendwas, aber er ist einfach abgebrochen. Also ich mag ihn super gerne. Es ist ein tolles Produkt, aber Mädels, ich gebe euch den Tipp. Seid vorsichtig mit diesem Teilchen, weil das einfach total abbricht. Nur so nebenbei noch als Erwähnung, habe ich es total vergessen. Wollte ich euch noch mitteilen, dass ihr ein bisschen darauf achtet, dass ihr den vorsichtig auftragt und nicht zu so sehr andrückt wie ich. Und ich habe ein bisschen zu sehr angedrückt und zack, ist abgebrochen. Nach wie vor total tolles Produkt, mag ich super gern. Also ich bin echt happy, ich trage ihn auch schon wieder, weil ich den so gern mag. Und das ist das erste Lippenprodukt, was ich auch in der Arbeit trage, weil ich nicht Angst haben muss, dass ich irgendwann blöd ausschaue und es nicht mitkriege. Es ist so. Ich habe das oft bei den Lippenstiften, dass dann irgendwann nur noch der Rand da ist und unten ist alles weg und dann sieht es total blöd aus. Oder es fängt bröckeln an und ich merke es nicht sofort und es sieht dann einfach dämlich aus. Und das habe ich bei dem noch nicht gehabt. Also ich bin echt happy. Ich gebe euch nur den Tipp, tragt es nicht zu dick auf. Aber wenn ihr es dick auftragt, könnte es sein, dass es auch bröckelt. Also habe ich jetzt alles schon getestet. Dünn auftragen und immer wieder nachschmieren, dann ist es der Hammer. Toll. Aber es bricht ab. Naja, so viel zum Thema. Jetzt ist echt Schluss. Jetzt höre ich auf zu quasseln und erlöse meinen Freund, weil den habe ich jetzt auch rausgeschmissen aus der Wohnung, weil ich es nicht drehen kann. Also wie gesagt, ja, das war es jetzt jedenfalls mein Haul mega lang und jetzt ist gut. Ach ja, was ich noch sagen muss, bevor ich es auch vergesse, ich habe es nicht geschafft, mein Favoritenvideo zu drehen. Es ist schon der 16. und ich habe es nicht geschafft und ich habe jetzt echt überlegt, weil ich jetzt momentan echt ganz viel um die Ohren habe, dass wenn ich es jetzt nicht mehr in den nächsten Tagen schaffe, es zu drehen, dass ich wahrscheinlich dann ein zusammengefasstes August-September-Favoritenvideo machen werde. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, es wird halt dann auch ein großes, langes Video werden, aber ich habe es nicht geschafft, das zu drehen. Wirklich nicht. Ich habe momentan so viel um die Ohren. Ich hatte schon wieder eine Beerdigung in der Familie. Ich kann langsam nicht mehr. Ich habe ständig Beerdigungen. Es ist echt nicht schön momentan. Ich will nicht meckern. Ich will gar nicht jammern. Aber ich würde nur sagen, dass ich es einfach nicht geschafft habe und auf alle Fälle euch noch ein Favoritenvideo drehen und vielleicht dann ein zusammengefasstes. Auf alle Fälle kommen sie wieder. Ich finde sie auch ganz toll und ich will sie auf alle Fälle drehen. Und ja, wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, das jetzt zu drehen in den nächsten Tagen, dann kommt's dann im Ende. Also zum nächsten Monat hin, also zum Oktober hin. So, und jetzt ist gut, Mädels. Ich werde es aufzuquasseln und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!